So, damit kommen wir jetzt zur Nonplusultra-Dockingstation, die auch vom Preis her so zwischen 115 und 130 Euro liegt. Sie hat aber auch einen Bildschirmanschluss mit an Bord, was natürlich sehr schön ist. Sie hat einen extra Ein- und Ausschalter. Auf der Rückseite haben wir jetzt auch wieder Netzwerkkabel angeschlossen, dann Tastatur und Maus, Stromkabel und hier über DVI den Bildschirm, den wir im Hintergrund sehen. Über ein mitgeliefertes Kabel und dem OTG-Adapter ist es hier an das HP7 Stream angeschlossen. Ich schalte das ganze Gerät jetzt mal ein. So, wir sehen, wie sich im Hintergrund der Bildschirm blau verfärbt. Es wird standardmäßig als erweiterter Bildschirm erstmal angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Maus vom Tablet nach rechts wandere, komme ich, wie man hier sieht, auf dem großen Bildschirm raus. Ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, die Einstellung auch zu ändern. Ich gehe auf Projizieren und sage, ich möchte duplizieren. Dachte ich zumindest, man könnte es ändern. Aber wie man sieht, auf Duplizieren reagiert er nicht. Dann probieren wir stattdessen doch mal nur zweiter Bildschirm. So, jetzt sind beide Bildschirme schwarz. Ah, und jetzt sehen wir hier auf dem externen Bildschirm. Ich klicke jetzt gleich mal das Ja an, damit wir hier auf dem externen Bildschirm auch bleiben. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, welche Auflösung haben wir hier? Ja, dazu müssen wir erstmal auf den Desktop. Okay, ein Rechtsklick und Bildschirmauflösung. Okay, und wir sehen jetzt hier, er arbeitet mit der Full-HDMI-Auflösung, also 1920x1080. Und wir sind jetzt komplett auf dem externen Bildschirm. Allerdings, die Einstellungen passen jetzt noch nicht so ganz. Man sieht hier auch schon ein paar Spiele, die ich installiert habe. Demnächst werde ich mal zeigen, welche Spiele so auf dem Tablet ganz sinnvoll zu nutzen sind. Da habe ich hier schon mal ein bisschen mit angefangen. Ja, aber auf die Art und Weise bekomme ich einen externen Bildschirm dran. Der Nachteil an der Geschichte ist natürlich wie immer bei dem Stream 7, dass das Ganze über den USB-Port angeschlossen ist und dadurch der HP Stream 7 nicht mit Strom versorgt wird. Sprich, er arbeitet jetzt über Akku und wenn das Akku zur Neige geht, nutzt man natürlich die ganze Hardware außenrum nichts mehr. Außerdem ist diese Lösung auch recht teuer. Die Lösung ist teurer wie der HP 7 Stream 7 selber. Muss man sich natürlich fragen, ob das Sinn macht, dass man so viel Geld in so eine Hardware investiert, um dann einen externen Bildschirm anzuschließen. So, alternativ wäre ein MHL-Adapter, hatte ich schon mal an anderer Stelle erwähnt. Jetzt ist aber Folgendes wieder passiert, das ist mir jetzt schon häufiger vorgekommen, wenn ich die Windows 8.1 Tablets an externen Bildschirm angeschlossen habe. Ich habe jetzt eigentlich nur den Internet Explorer geöffnet und schwuppdiwupp hatte sich der Bildschirm um 90 Grad gedreht. Wenn ich jetzt denke, naja gut, kann ich ja wieder beheben, indem ich einfach das Tablet drehe, dann wird auch der Bildschirm wieder angepasst. Jetzt drehen wir mal das Tablet. Und siehe da, das Bild auf dem externen Bildschirm dreht sich irgendwie genau in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt habe ich ein Bild, das auf dem Kopf steht. Okay, also muss ich es eher zweimal in diese Richtung drehen, dann müsste es wieder passen. Ja, sieht ganz gut aus. Und die Mausrichtung funktioniert sogar. Okay, hatte ich auch schon anders gehabt, dass dann zwar das Bild wieder in der richtigen Position auf dem Bildschirm war, aber die Maus dann in eine ganz andere Richtung gearbeitet hat. Also da denke ich, ist wirklich noch etwas Nachbesserungsbedarf und da ist es auch egal, welches Tablet man nutzt oder welchen Adapter oder welche Dockingstation man nutzt. Das ist einfach ein grundsätzliches Problem mit Windows 8.1 noch. So, alles nochmal neu gestartet. Jetzt ist das Bildschirm auch wieder in der richtigen Position da. Jetzt schauen wir nochmal, ob hier auch die Netzwerkkarte genutzt wird. Wir gehen hier auf Adaptereinstellungen und sehen, Wi-Fi ist nicht verbunden, Bluetooth ist ausgeschaltet, aber wir haben die Verbindung über Ethernet 2, das ist also der Netzwerkadapter, der hier an der Dockingstation angeschlossen ist.
Ja, also das hat auch auf Anhieb funktioniert. Jetzt würde mich nur noch mal interessieren, was passiert jetzt, wenn ich doch noch mal den Modus umschalte. Ich gehe jetzt noch mal auf Projizieren und sage, ich möchte gerne duplizieren. Das hat ja zu Anfangs nicht funktioniert. Okay, daran ändert sich auch jetzt nichts. Dann gehen wir nochmal auf Gerät, projizieren und sagen erweitern, sodass wir mit beiden Bildschirmen arbeiten können. Okay, das sieht ganz gut aus. Jetzt starten wir mal auf dem kleinen Bildschirm. Ah, genau, okay, da ist die Maus. Auf dem kleinen Bildschirm den Internet Explorer. Der Internet Explorer geht auf. Ich mache ihn mal im Fenstermodus und schiebe ihn jetzt drüber auf den großen Bildschirm. Auch das sieht jetzt gut aus. Rufen mal eine Seite auf. Ja, sieht auch gut aus. Machen wir noch den Windows Explorer auf. Jetzt ist die Maus irgendwo hängen geblieben. Ah, da ist sie wieder. Okay. Schieben auch mal noch nach rechts. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber vielleicht sollte ich den Windows Explorer noch mal öffnen und auf dem kleinen Bildschirm schließen. Ja, jetzt scheint es zumindest keine Probleme mehr zu geben. Jetzt schalten wir mal die Dockingstation aus. Im Moment müssten jetzt auch die ganzen USB-Anschlüsse verloren gehen. Ja, richtig, auf die Maus wird nicht mehr reagiert. Die Tastatur bleibt ohne Funktion. Ich nehme an, Netzwerk ist auch weg und der Bildschirm ist auch weg. Ja.